liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir machen heute weiter mit der Siegestraße und zwar hoffentlich dem letzten Teil. Wissen kann ich natürlich nicht, weil ich absolut nicht weiß, wie es jetzt uns, was jetzt so weiter passiert. Aber es kann alles passieren. So, dann gehen wir hier runter, weil dann kann man nämlich da oben das Ding aufmachen. Guck mal, wie weit wir heute kommen. Ich vermute, dass wir uns nicht komplett zu Ende kriegen. So. Gut, Gerock, dich brauche ich nicht. Dich haben wir schon gefangen. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Trainer. Du möchtest also nicht noch 4 herausfordern? Na gut. Mit einem Hypno. Erstmal mit einem Toxin. So, jetzt erstmal ein bisschen vergiften. Du hast 2 Pokémon im Team. Jetzt weiter mit dem Mega-Sauger. Mal wieder ein bisschen Kapit zurückholen. Das halt ja, das ist gut. Dann muss ich mir fast komplett geheilt haben. Habe ich auch. Ich jetzt auch viel Genese. Ich mache jetzt natürlich sehr viel aus. Ja, ungefähr das gleiche, was Kopf rausgemacht hat. Okay. Nur der Vorteil ist, dass du mit dem nächsten Attacke wahrscheinlich down bist. Weil ich denke, jetzt sollte nach dem nächsten Zug das Gift den Rest erledigen. Okay, Hypnose bringt jetzt gar nichts, weil ich einfach danach einen Aufwecker setze. Ich glaube, du kommst nicht durch. Ich glaube, es sollte das Gift reichen. Nein, tut es nicht. Aber dann machen wir es danach fertig, weil ich sitze jetzt auf dem Aufwecker. Bzw. ein Hyperheiler. Dann kommst du mit deinem Traumfresser nicht durch und dann hast du das Ding sowieso verloren. Er setzt mich zu Chinesen an. Okay, dann bin ich jetzt nicht durch. Ich bin auf Traumfresser gegangen. Erledigt seinen Rest. Dann ist das nur Geschichte. Und jetzt haben wir ein Pokémon für uns, was ein bisschen besser ist. Lamos nämlich. Ja, ich packe die TMD-Gasalon. Aber ich nehme mir mal ein bisschen was mit. So, dann ist das sollte eigentlich. Ja, er zieht ein bisschen mehr als das Typen war vorher. Ich muss das Koko mindestens so mit hochbringen. Das Team soll eigentlich so tatsächlich dann fertig sein für die Pokémon Liga. So. Okay, der ist besiegt, dieser gute Nino. Und der nächste hier unten ist ein Schwarzko. Das hier ist die Siegestraße, die ultimative Prüfung für jeden Trainer. Ich hab's sogar nach dem Dockchain, weil dann habe ich die nächste Pokémon auf meiner Liste. Ich weiß nicht, ob es das reicht, den Pokédex zu vollständigen. Wir sehen nur reich. Oder wir tatsächlich alle fangen müssen. Weil dann wird schwierig werden, weil das Dockchain kriege ich nicht gefangen im Spiel. Aber eigentlich müsste es reichen, wenn wir das gesehen haben, weil dann ist der Pokédex eigentlich voll. So. Dann ist das schon mal down. Ich glaube, dass das nächste Dockchain ist. Das ist ein Quapo. Aber ich weiß, dass der nichts einen hat, als hat von den Top 4, der Bruder. Dann haben wir das in der Säge. Aber das hätten wir doch noch auf der Liste drauf. Das hätte man schon jedenfalls gekriegt. Dann hätte ich nämlich jetzt schon die Pokédex einfach voll. Aber wir kriegen schon hin irgendwie. Eigentlich bin ich ziemlich sicher, dass wir alle Pokémon gesehen bekommen und dass wir dann den Pokédex ziemlich voll haben. So, Quapo, auch Geschichte. Check. Ah, ich vermute, dass wir das sogar heute nicht vollkriegen.
Quappo. Halt Arschfeldtreter hier auf der Route lauern. Oder beziehungsweise auf der in der Höhle lauern. Das heißt, wir kriegen sie eh nicht alle komplett down. Ja, ich vermute, dass wir den nächsten Part auch nochmal rein müssen. So, hier kommen wir gleich gerade nicht weiter. Das heißt, ich sammle mir kurz nur die Items da oben noch mit ein. TM45 Solarstrahl. Ja, das wäre eine geile Attacke, aber es ist halt ein Problem, dass wir damit vorher aufladen müssen. So. Gut. Oh, ein Lied, das haben wir noch nicht gefangen, ne? Und Flug von mir? Sorry. Peter, was haben wir bisher nur gesehen? Das heißt, wir versuchen den Eintrag auch noch mitzunehmen. Genauso wie Marshawk bleibt es tatsächlich auch mit dem ersten Ball drin. Weiter mit 500 Erfahrungspunkte. Und wir nehmen uns den Pokédex-Eintrag mit. Ja, insgesamt sind es noch 18 Pokémon, die uns irgendwie da ständig zu fehlen. So, hier ist... Top Genesung. Okay, die kann man immer gut gebrauchen. Der will ich eine Lektion erteilen. Ich gucke mich da rum, da muss bestimmt auch noch ein Trainer irgendwie. So, was hast du für mich? Rasaf. Okay. Rasaf sollte für Coco weil... Eigentlich kein Problem. Das Problem ist, Rasaf kann gerne mal die Kehrtwende einsetzen. Das heißt, dann haben wir schon mal ein Problem. Aber tut dieses Rasaf. Boah! Ja, gut, das war das Plan. Was hast du denn noch? Tauros. Tauros fehlt jetzt. Stimmt, Tauros fehlt jetzt auch noch. Oder? Ich weiß nicht, ob wir eins haben. Ich glaube, wir haben sogar eins gefangen. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, ob wir Tauros schon haben. Das kann sein, dass wir es noch nicht haben. Dass das das fehlende Pokémon ist, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Okay. Ja, nicht klar. One-Hit-KO. Ernsthaft? Du schießt mir gerade mal zwei meiner Pokémon mit deinen scheiß Attacken weg. Gut, das ist ein Step-Bonus. Ne? Das Viech hat unnormal gute Angriffswerte. Durchbruch. Okay, ich kann nicht mehr Durchbruch. Das ist aber noch nicht gar nicht. Das ist eigentlich gut zu wissen, Digga. Weil dann nehme ich das nämlich jetzt aus dem Rennen raus. So, als nächstes kommt Rasaf hier zurück, okay. Wir bleiben hier auf Kabutops. Ich versuche es irgendwie zu riskieren. Ich hoffe, dass das Kabutops eigentlich schneller sein dürfte als das Rasaf. Okay, keine Schreie. Ist das riskant, weil ich weiß, dass Kabutops ein Stein-Pokémon ist. Die Werte sind... Ja, das ist kein Problem. Da kann das Rasaf uns jetzt gleich mit Durchbruch oder sowas K.O. schießt. Nö, setz Durchbruch rein, okay? Ah, Gearbox rein, sorry. Dann hab ich sogar eine Möglichkeit. Ich versuche es nicht mehr weiterzubringen. Noch ein Siedewasser hinterher. Das sollte nicht so effektiv sein. Diesmal bringt es doch nicht, weil er kein weiteres Pokémon besitzt. Damit haben wir diesen Dumpteur auch besiegt. Ja, wir kriegen trotzdem ein bisschen so Probleme, was das Level auch angeht. Wir müssen echt. Ich muss auf Screen weiter trainieren, definitiv. Dann. Zumindest mal, was die Level betrifft. Aber das geht relativ schnell durch die. Fangserie, wenn wir immer wieder das gleiche Pokémon fahren, dann geht das relativ easy, die Level so schnell wie möglich hochzukriegen. Ich muss das zumindest auf Level 55 oder so, 55, 56, irgendwie sowas wollte hochtrainieren. Ja, sonst kriegen wir zumindest bei einigen Pokémon derb auf die Fresse und das sind nämlich ja diese drei Nachzügler, die wir erst sehr spät gekriegt haben. Papa, Coco, bei Kabutops. So, dann holen wir sie hoch, den Trainer. Na, was sagst du? Die Siegestraße ist anstrengend, hä? Ja.
Definitiv. Also sie heißt ein Siegestraße. Sie ist halt. Letzte ultimative Prüfung. So, da haben wir als Gegner jetzt ein Pumpkin-Maus. Okay, Pumpkin-Maus hat man ja schon mal gesehen. Das kennen wir ja mittlerweile schon von der guten Sabrina. Sie hatte ja ein Team. Ja, das ist klar. Geht's gerade. Nervt mich gerade so ein bisschen, dass ich nicht weiterkomme. Evoli. Ich komme im Training nicht durch, momentan. Das ist es halt. Die sind einfach für mich gerade nicht machbar. Ich muss halt meine stärkere Brücke einsetzen. Ich habe halt einige stärkere, aber ich gucke mal ein bisschen an, wenn wir 47 erreichen. Und du gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack, weil ich jetzt auf Quälzone bin. Jo, die kannst du gut mal, das ist das Gute. Ja, du hast jetzt die. Ich weiß, dass irgendwie stark genug, ziemlich stark ist. Spukball. Hat irgendwas bleibt auf seiner psychischen Genese. Gut, dass Evoli ziemlich stark ist. Das ist es halt. Es wird wahrscheinlich viel darauf hinauslaufen, dass mit Evoli kämpfen muss. Okay, perfekt. Dann haben wir das auch weg, das Pocky los. Ich frage mich, was das hier noch als nächstes wird. Sala. Sala. Okay, kein schlechtes Team eigentlich. Quälzone. Wir sind doch auf dem Rennen zu nehmen. Das reicht nicht ganz. Schade. Ah! Ärgerlich. Aber ich glaube, wir sind stark genug, das wegzustecken. Ja, da würde ich steckt weg. AKP nehme ich mir noch mit. Bevor ich dieses Simsala aus dem Rennen nehme. So. Na, wir brauchen wahrscheinlich noch eine Folge. Das ist klar. Ich denke, dass wir die nächste Etage noch machen. 49 Kraftkoloss. Okay. Wie sieht's aus? Das ist klar. Die haben wir schon. Eigentlich auch hier abgearbeitet. Ich denke, dass wir hier oben weitermachen können. Boah, jetzt kommen einige Pokémon hier. Golbat, Rizoros, Georock. Ja, ich brauche hier was und so. Aber Golbat haben wir nämlich auch schon. So. Okay, dann machen wir hier um. Scholle haben wir schon, Kleinstein, ja, jetzt kommen alles Pokémon, die wir eigentlich schon auf der Liste haben. Golbat haben wir schon seit Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, wo wir es gefahren. Ich glaube, wir haben es im Feldzone gefangen. So, dann haben wir hier bestimmt noch einen Trainer, ne? Ja. Die Etage mache ich noch heute, wenn wir noch Feierabend sind. So, ich habe schon Gerüchte über ein Wunderkind gehört. Das bist doch nicht etwa du, hä? Oh, das ist ein Siglo. Kann sein, dass der Siglo Pinsi noch nicht haben. Also Siglo, doch Siglo haben wir gesehen, glaube ich. So, dann gehen wir mal. Ja, ich hätte jetzt auf Dingstein gehen können, auf Kabut auf den Steinhagel. Weil dann wäre das Siglo sowas von da unten gewesen, aber er konnte sich mit Magma. Okay, klar, dass du sowas probierst. Ja, es ist gerade ein bisschen geiler. Ja, Kabuto, ich muss mal mit wechseln wieder. Oh, oh, warte mal, das war ein scheiß Fehler. Das war ein Fehler. Okay, das geht, das geht, das geht, das geht. Das ist so eine Verteidigungswerte, die wir noch haben. Ja, dann hau ich den Steinhagel nämlich zurück. Ich hoffe, dass es reicht, dass es reicht, dass es reicht. Ja, es reicht. Und der Steinhagel trifft. Und damit ist es Kampf. Siglo erstmal schon mal Geschichte.
2 geht auf ein Level ab. Mag man nicht. Und der Rest des Teams auch nicht. So, Knogger. Kokobaya. Gucken, was dieses Knogger kann. Ja, damit ich. Ja, ich krieg's dann leider noch nicht komplett down. Das ist das Problem. Wir brauchen dringend Level up. Ja, da haut sich fast ein Hitzer durch den Leben. So. Okay, dann war das Ding auch down. Ah, die Siegelstraße ist nicht ganz ohne, liebe Leute, das ist klar. Kabuto ist auch Level 49. Ja, es kommt langsam in die Sphäre ein bisschen so. Aber es braucht halt noch ein paar Level, Minimum. So, okay, das ist klar, es ist ziemlich viel Risiko, was ich gerade spiele. Vor allen Dingen, weil ich so viele Pokémon habe, die halt eben den Schwächetyp Boden haben. Und dazu gehört Nidoking, dazu gehört Magma, dazu gehört Kabutops und dazu gehört Raichu. Ich weiß, das sind 4 Pokémon. Heißt ich Evoli und Kokowai kriegen Bodenattacken weggesteckt, ne? Das ist klar. Aber. So, wir nehmen uns diesen Toppeleber hier mit. Den kann man hier sich brauchen. Rihorn Mist wir haben. Ich guck mal gerade hier oben. Eine Polizistin, okay. Was ist denn von hier? Oh, willst du dich etwa in der Herausforderung der Pokémon stellen? Zum Glück bin ich hier, um dich anzufeuern. Das könnte einen mehr motivieren als die Unterstützung einer schönen Polizistin. Ach, danke schön. Cool. Dann weiß ich zumindest Bescheid, dass ich da eine Möglichkeit habe, mich heilen zu lassen. Oh ja. Die Attacke ist, glaube ich, ganz gut. Und gerade die TM51 Blizzard, liebe Leute. Die wir da bekommen. Solarstrahl, Blizzard. Feuerstaub haben wir auch schon. Ja, dann haben wir eine gute Attacke. Dann kann ich. Cool. Das ist gar nicht so schlecht für die, für den. Na, es gibt einen Drachentrainer. Der bei den Top 4. Mit dem wir uns ein bisschen durcharbeiten können. Aber cool, dass wir uns den Polizisten gerade und da komplett geheilt haben. Das macht jetzt so viel aus, weil vor allem habe ich jetzt wieder genug AP. Und wenn dieses blöde Rion mal da weggehen würde. Dankeschön. Mal gerade gucken. Weil wir hier mit müssen. Was soll denn mache ich für eine Kacke da? Der muss da hoch wieder. Scheiße. Ja, scheiße. Das hatte ich jetzt ärgerlich, dass ich mich jetzt aber in der Richtung vertan habe. Oder willst du da hin oder? Nee, ne? Scheiße, wir müssen da hoch rein, ne? Ah, das ist ärgerlich, das kann ich gar nicht sagen. Ja, der Punkt war hinten, das war tatsächlich das. Warte mal, tauchen. Wie viele Pokédex haben wir eintragen? Wir haben ja 200, 132 in Gaben, ne? Wir haben immer 132, okay. Wir haben mittlerweile auch schon fast 80 Pokémon gefangen. Ich versuche ja alles zu fangen, was wir noch nicht haben, ne? Also hatten wir Tauros schon auf der Liste. Ich glaube, den haben wir nämlich auch schon gefangen. Bad. Ich mache jetzt hier gleich Feierabend, weil wir fast 2 Stunden Aufnahme haben mittlerweile. So. Dann kommen wir nämlich jetzt hier unten weiter. So, die war das verschwunden. Kein weiteres Item.
Ich, wie gesagt, wir machen auch noch, wir haben auch noch einen Teil hier vor in der Siegestraße. Weil hier gibt es noch etwas. Ach, ich dachte, ihr könntet da ein bisschen rumgehen. Aber scheinbar nicht. Okay. Letzter Trainer. Es ist die Bestimmung des Trainers, steht auf der Suche nach starken Gegnern zu sein. Ja, das ist natürlich jetzt riskant, dass ich hier noch einen Trainer mit hatte. Aber wir kriegen ja schon irgendwie noch hinkommen. Dragonier hast du, okay. Dragonier ist tatsächlich ein Pokémon, was wir noch nicht auf der Liste haben. Das heißt, wir haben einfach ein weiteres Pokémon abgearbeitet. Das sind nur 17 jetzt. Dragonier ist Drachenpuls ein. Das haben wir ja auch. Und Nibel Spring, glaube ich. Warte. Und so sieht Drachen aus. Okay. Wir dann kurz das Pokémon wechseln. Weil Nibel King kann zwei Attacken, die Drachen-Pokémon extrem wehtun können. Mit Drachenpuls und Ice Heat. Ich krieg das noch mit dem Eisdieb raus. So, 17 Pokémon fällt uns nur noch. Dann haben wir den Pokédex noch vollständig, liebe Leute. Kabutops. Ich weiß nicht, was von dem fehlt. Das habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Das hätte ich auch wieder hinlegen müssen. Dann können wir noch 10 schützen. Ja, das ist natürlich klar. Okay, es ist tatsächlich ein Idee. So, dann weiter mit Steinhagel. Steinhagel trifft. Ich glaube, Knuddeluff haben wir auch noch nicht mehr gesehen. Pummeluff haben wir gesehen, ja, aber Knuddeluff haben wir nicht. Glück, dass dann der Scheiß traf. Der meine Attacke nicht traf. Gut, dann gehen wir jetzt auf Dings drauf, auf Mattbombe. Und dann weiß ich doch, was ich noch an Pokémon. Tschüss. Pummelo. Knuddelo. Nidoking 54. Und dann haben wir das nächste Pokémon, was uns auf der Liste noch fehlte. Weil jetzt kommt nämlich Nocturne und dann sind es nur noch 16 Pokémon, die uns im Let's Play auf unserer heiligen Liste fehlen. Nee, ist klar. Ja gut, du kriegst auch noch einen scheiß Volltreffer. Leck mich doch am Arsch, Alter. Du kriegst noch einen scheiß Volltreffer, weißt du? Ich kann das auch mit dem Hieb. Jetzt kannst du mal falsch. Bitte überlebst du falsch. Ja, ich dich jetzt noch einen Feuerschlag auf dem Leben. So, die Astrainerin ist bezwungen. Ja, ich komme nicht durch. Ein weiterer Top-Tank. Jetzt durch, ne? Ich glaube, wir haben jetzt keine weiteren Trainerinnen, die hier... Doch, wir haben noch die zwei da unten. Ja, aber die machen wir definitiv nicht heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute, mit Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann würde ich sagen, ich habe mein Team gerade noch schnell komplett mal eben. Machen wir den Rest der Siegestraße heute. Machen wir den Rest der Siegestraße. Also morgen. Dann quasi. Und dann
Ja, können wir vielleicht sogar schon in der übernächsten Folge mit der Pokémon-Liga beginnen. Müssen wir nochmal gucken. Ich weiß, was hier noch ist. Das ist klar. Das machen wir dann aber nach der Hauptstory. Und ja, dann haben wir bald auch den Pokédex vervollständigt. Uns fehlen, wie gesagt, noch 16 Pokémon. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli.